Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Ich habe letztens mit The Green Taxi geredet und er meinte, ja, wenn du Challenges suchst, dann hätte ich da eine für dich. Und dann meinte er so, hast du GTA 4 auf dem PC? Und ich so, ja klar habe ich GTA 4 auf dem PC. Und dann meinte er so, ja, dann lad dir mal die Tsunami-Mod runter und gehe zum Ektar-Industriegebiet und von dort aus sollst du dann bis zum Francis International Airport schwimmen gehen oder sonst wie irgendwie dahin kommen. Ja, ich habe 3 Versuche und ich kann euch verraten, dass diese Challenge schon mal ziemlich krass werden kann. Ich habe vorhin schon mal die Tsunami-Mod angetestet. Und ich wurde irgendwie so nach der Zeit, da wurde das irgendwie so extrem und da wurde ich irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter in die Luft geschleudert auf einmal. Das war irgendwie so krank, ey. Also, ich glaube, das wird so, nach der Zeit wird das mit dem Wasser extrem, also ganz ehrlich. Und ja, aber ich würde sagen, wir verbringen jetzt nicht mehr so viel Zeit hier bei diesem Boot, sondern machen uns auf zum Flughafen. Eigentlich müssten wir jetzt einen Stromschlag kriegen, weil diese Strommasten auch schon ein bisschen unter Wasser stehen. Aber, nun ja, wir sind halt so ähnlich wie Superman aufgebaut. Uns kann nichts wirklich anhaben. Was ich gleich nochmal machen werde, ist das Wetter umschalten. Und zwar habe ich mir hier so ein Dings gebaut. Ich meine, ah ne, das ist jetzt das Falsche. Warte mal, wo war das denn hier? Wetter, das ist halt so ein Simple Native Trainer. Oder wie das heißt. Und da würde ich ganz gerne Raining. Wie ist das so? Oder Lightning. Halt so stürmisches Wetter. So Raining ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Genau. Genau. Ja, dann nehmen wir das mal. So. Mache ich das mal aus hier. Und jetzt geht die Challenge richtig los, meine Freunde. Denn jetzt sind die Wellen bis zum Anschlag angehoben worden. Also ich denke, es wird richtig lustig, sobald die Wellen wirklich anfangen, richtig rumzuspacken. Also nicht nur so ein bisschen. Ich habe vorhin auch schon eine Szene gesehen, da wurde ein Autofahrer auch irgendwie voll in die Luft gesmashed, Alter. Das sah so geil aus. Ja, ich habe zum Glück mal ein bisschen mit GTA 4 jetzt auch rumexperimentiert und hab mir so ein Grafikpatch geholt, dass das Spiel mal ein bisschen flüssiger läuft und joa, ich kann es jetzt halt auch spielen, ne? Vorher ging das irgendwie nicht. Ja, weil irgendwie war es einfach nur am Ruckeln, aber mit dem Ressourcen-Grafik-Patch oder wie das Ding heißt, geht das einigermaßen. Hier sehen wir schon das erste Opfer von diesem Tsunami-Mod. Oh Gott. Ich glaube, das ist ein Schwarzer, oder? Die Schwarzen sterben immer zuerst. Das ist so ein Klischee. Oha, jetzt werden mich einige hassen, weil ich so ein Klischee jetzt genannt habe. Na gut, gut, was macht ihr heute noch so? Also, es kann ja noch sehr lange dauern, bis wir da ankommen. Guck mal, was wir gerade erst geschafft haben. Also, ich würde ja mal sagen, wir versuchen irgendwie ein Boot oder sowas zu finden. Ach ja. Aber so richtig regnen tut es noch nicht, wa? Schade eigentlich. Was ist das denn? Achso, ich dachte, da fliegt ein Mensch rum. Das sah gerade so aus. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal auf diesen Boiler oder was das da sein soll. Und ja, verschaffen uns mal einen besseren Überblick. Ja, es ist natürlich eine sehr interessante Challenge, die mir The Green Taxi da gegeben hat. Also es ist auf jeden Fall, ich sag mal so, so eine Challenge, wo man wirklich aushalten muss. So ein bisschen wie bei Joko und Klaas, wenn das mal einer kennt. Aushalten. So ähnlich wird das jetzt hier wohl auch vonstatten gehen. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Boden unter den Füßen. Ach, Junge, Junge, das kann ja lange dauern, ey. Na Freunde, habt ihr euch denn irgendwie was zu essen noch geholt für dieses Video? Weil, wie gesagt, das wird ein bisschen lange dauern, ne? Am besten wäre es ja, wenn wir wirklich so ein Boot oder was kriegen würden.
Scheiße. Ich glaube, wenn wir direkt in die Innen. Ach, da ist doch so ein Überlebender. Ey, Mann! Versuchst du auch, dich durchzuschlagen? Ja, Mann! Ey, Scheiße, wer hat sich diese Challenge ausgedacht? Ja, ich weiß nicht. Oh. Oh, du bist tot. Ja, wir sehen uns dann in Sovngarde. Ja, ja, haust du, ne? Ja, da wurde auch schon das zweite Opfer jetzt gefordert von Tsunami-Mod. Ich glaube, in der Innenstadt ist es am heftigsten, also. Da sollen die Wellen, glaube ich, wirklich extrem hoch sein. Ohne Scheiß, das sah so geil aus, wo Nico hochgeschleudert wurde. Ey, ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Der wurde hochgeschleudert von so einer Welle. Und dann hat der so geschrien, so, ah, fuck, und so eine Scheiße, ne? Und dann, ey, ich musste so lachen. Und die Autos darum, Alter, die wurden rumgeschleudert, das sah so nice aus. Aber ich glaube, das steigert sich auch so ein bisschen. Am Anfang ist es erst so ein bisschen, noch so ein bisschen ruhiger und dann irgendwann schlägt die Tsunami-Welle richtig zu, Alter. Dann macht sie richtig Roundbeal oder Fight Real Shit und so. Oder wie man das nennt. Er macht es, holt es richtig so ein paar Finisher raus und schlägt Nico dann ins Gesicht. Ach, Nico. Sieh dir Liberty City an. Die Stadt ist unter Wasser. Lol. Das ist ein Überlebender. Hä, was? Willst du mich verarschen? Du Wichser! Was ist das, ey? Hallo? Ohne Scheiß, was war das denn? Okay, zwei Versuche habe ich noch. Alter, dieses Scheißspiel trollt mich. Scheiß Tsunami-Mod. Mann. So eine Scheiße, ey. Ja, die Ladezeiten sind auch sehr nett. Da geht mir auch immer richtig einer ab. So, wir sind jetzt hier in der Innenstadt. Keine Tsunami-Wellen und sonstiges. Ich muss mal gerade gucken, wo wir sind. Ja gut, das denke ich kann man noch gelten lassen. Ist ja immerhin noch ein weites Stückchen. Gut, dann klauen wir uns jetzt mal das Auto. Ey, du Wichser, bleib stehen! Get out of my car, Alter. Perfekt Englisch. Oh, what the fuck? Ja. Man merkt schon, dass der Mod noch so ein paar kleinere Fehler hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, dann sieht man das Wasser nicht mehr richtig. Das heißt, ich muss irgendwie... Ja. Ach ja. Also ich glaube, wenn es zu lange dauern wird und auch zu langweilig werden wird während dieser Challenge, dann schneide ich das so ein bisschen zusammen. Even wurde zurückgelassen. Scheiß auf Even, Alter. Ich bin dem Nick schuldig, ja? Nur weil er meint, hier mich jetzt ansprechen zu müssen, dass ich ihn damals verschont habe. Außerdem habe ich den damals gar nicht verschont, weil ich habe den damals abgeknallt. Das hier ist nur ein ganz anderes Safe-Game, so ein 100%. Oh, was haben wir denn hier? Ah, eine Weste. Das kann ich natürlich gut gebrauchen, ne? Schwimm! Lol. Jetzt greifen auch noch die Haie an. Mit ihren explosiven Dingensbumsen. Dingensbumsen. Ey, was ist heute los, ey? Das perfekte Deutsch. Ich merke schon, das wird so eine langatmige Challenge. Da habe ich mich natürlich auf was eingelassen, was sehr, langatmig ist. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an The Green Taxi für diese sehr nette Aufgabe.
Ich merke schon, wie glücklich ich werde, dass ich diese Aufgabe nun machen darf. Weiß ich nicht, das ist gerade so ein bisschen wie ein Orgasmus, also, weißt du? Bei mir werden gerade so Glücksgefühle ausgeschossen, dass ich so eine glückliche Aufgabe machen darf. Merkt euch, Kinder, der Tsunami-Mod ist nichts Schönes. Auch nicht im Real Life. Besonders im Real Life nicht. Das ist was ganz Böses. Ich bräuchte ein Board. Guck mal, jetzt fängt das so ein bisschen an, dass ja schon so ein leichtes Stückchen in die Luft geschleudert wird. Das wird nach der Zeit extrem heftig, das kann ich euch sagen. Blöd. Oh, guck mal da. Da fahren schon die ersten Leute mit ihrer Luxusjacht durch die Gegend. Die ersten reichen Bengelkinder. Ich will auch so ein Boot, aber ich kann es mir nicht leisten. Die neue Single von Moneyboy. Ich hatte ein Boot. Ich ging auf mein Boot drauf. Und hab dieses Schiff dann, bliert. Ja gut, im Rap-Business bin ich nicht so gut. Verzeiht mir dafür. Ich denke, hier kann man wirklich gut so ein bisschen mit der Benny Hill-Theme später so ein bisschen nachbearbeiten und so weiter. Dann, das mache ich, glaube ich. Heute ist ja auch mein Schnittprogramm angekommen. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich irgendwie wieder Land unter die Füße kriege. Oder dass ich zumindest mal ein Boot erhaschen. Ey, Wichser, bleib stehen. Du scheiß Kiffer, ey. Ich will dein Boot haben. Junge, da hast du aber was, ey. Jetzt gib mir dein Boot. Get out the car, you bitch! Oh, jetzt habe ich ein Boot, ihr... Hallo? Och, scheiße. Bla, bla. Ja, wie gesagt, ich habe ein 100% Safe Game. Beziehungsweise ich glaube, dass es ein 100% Game ist. Ja, mit dem Boot geht es natürlich schneller jetzt, ne? Da habe ich ja Glück gehabt, dass da irgend so ein Spasti vorbeigekommen ist. Der mir da sein Boot bringt. Aber hier, ihr seht schon. Hier, die Tsunami-Welle fordert schon Opfer. Aber hier wird es jetzt wieder ein bisschen flacher. Merkt man. Na, ich bin doch ein Idiot, wie ich wieder eingeparkt habe hier. Also entweder, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte, bis der Tsunami-Mod noch weiter steigt und bleibe bei meinem Boot. Oder ich steige vom Boot ab und riskiere, dass ich durch irgendwelchen Schwachsinn sterbe und somit meine zweite Chance vergeude. Oh, what the fuck? Nein, lauf, nein! Oh shit. Lauf, Nico! Nico Bellic! Hallo, das brennt auch. Oh nein, du Spasti, geh doch von dem scheiß Boot weg. Jetzt sind doch noch die Bullen hinter mir her. One day in Liberty City. Fuck it up. So, ich nehme jetzt hier so ein Dings da. So ein. Wie nennt man die Wagen hier? Das ist doch so ein Patriotenwagen. American Style. It's the American Dream, bitch.
out the way! Ich muss zum Flughafen! Ich will hier nicht sterben in diesem Tsunami! So, ich muss gleich im richtigen Moment aus dem Auto springen. Ja, die Texturen laden gerade nicht so gut, aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Denn hier geht es ja um die Challenges der Challenges. Ja, das Wasser bleibt gerade ein bisschen weg. Schade. Aber hier beginnt es auch wieder. Boah, Nico, ey, du bist so ein krasser Motherfucker. Nimm dir da einfach mal eine Laterne mit. Los, Nico, los! Komm schon! Also man merkt schon, dass es jetzt wieder ein bisschen höher wird. Boah, können die Bullen mich nicht in Ruhe lassen? Das ist doch jetzt extra noch ein bisschen kniffliger gemacht worden hier. Warte mal. Ah, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Ich kann schon den Flughafen sehen. Ich kann ihn schon spüren, den Flughafen. Und ihr seht jetzt, zieht euch das mal rein, wie die Wellen so geformt sind. Man merkt jetzt sofort, dass es ein bisschen kranker wird jetzt schon. Vielleicht erleben wir ja nochmal so einen Moment, dass Nico richtig schön in die Luft geschleudert wird, ey. Das wäre ja heftig, ey. Boah, ich krieg mich gar nicht mehr ein, weil das so geil war, ey. Das Trampolin bereitete seine Pforten vor. Ich meine seine Spannung. Ihr merkt schon, wie man hoch und runter gewirbelt wird. Wie bei so einem Trampolin. Alter, mir schwant Übles. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, das wäre nicht gut. Ich muss die Challenge beenden. Ich konnte nicht schon wieder eine Challenge failen. Das wäre nicht gut. Dann würden die Zuschauer denken, ich wäre ein Versager. Das konnte ich nicht zulassen. Die Polizei hatte alle Hände voll damit zu tun, ihr Auto zu waschen. Ja, das ist doch ein sehr schöner Tag, um das Auto zu waschen, ja? Einfach vor die Tür stellen und dann abwarten. Ach, meine Fresse, was wird das jetzt krass, Alter. Jetzt bräuchte man mal ein Boot, Alter. Ey, da würdest du ja keine 3 Meter mitkommen. Ich kann überhaupt nicht mehr gar nicht richtig hier Speed geben beim Schwimmen, weil er ständig hoch und runter geschleudert wird. Ich meine gedrückt wird. Na, mir fehlen die Worte. Broker Beachwood City, Bitch. Yeah. So, und jetzt Arschbombe! Die Laterne ist auch schon abgesoffen. Hier ist alles ein bisschen abgesoffen, Alter. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich machte mir echt Sorgen um meine Haut. Nicht etwa darum, dass sie nass wird, sondern dass ich gleich zerquetscht werde, da ich hier runtergehe. Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Sache hier. Alter, wenn ich jetzt hochgeschleudert werden würde, ne, Junge, dann wäre aber die Kacke am Dampfen, ne? Nein, halt dich doch nicht da fest, Nico. Rico Bellic. Ich weiß, dass du atmen musst, aber irgendwie müssen wir auch vorankommen. Nein, 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 nein. Nicht festhalten, Rico Bellic. Rico Bellic! Gleich ruft Roman an und fragt, ob wir Polen gehen wollen. Ach nee, der ist ja schon tot hier in dieser Version. Ja, was weiß ich, dann ruft Little Jacob an und fragt, ob wir einen Joint durchziehen wollen bei diesem schönen Wetter. Hey Nico, es ist zwar gerade ein bisschen nass draußen, aber hättest du nicht Lust vorbeizukommen und einen Joint durchzuziehen, Alter? Das ist voll krass, Mann. Wir sind doch alte Homies von früher. Und dann sind sie so am Kiffen und dann auf einmal sehen sie draußen so lila Wasser, Alter. Boah, ich sehe voll viele Farben, Alter. Seht euch das mal an. Boah, shit, Alter. Ja. Ich packe The Green Taxis YouTube-Kanal auch mal in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr ja mal schauen, was das so für ein Kollege ist, ne? Ja. Ich denke, ich habe die Challenge gleich erledigt. Ich bin schon sehr nah dran. Oh ja. Ich muss schneller sein! Oh, wir haben es aber auch schon wieder ein bisschen spät, ne? Guck mal, es ist mir noch nie aufgefallen, dass sich der Zeiger da bewegt.
Ach, jetzt geht's los, Leute. Leute! Jetzt geht's los, Freunde. Also, wenn ich jetzt sterbe, das wäre krass. Jetzt geht's los, ohne Scheiß. Arschbombe, yay. Ich hab's doch gesagt, Alter. Das wird so nach der Zeit krass, ey. Lass mal auf eine Brücke geschleudert werden. Ich will mal auf eine Brücke geschleudert werden jetzt. Damit ich Arschbombe machen kann. Ey, das ist doch geil. Ohne Scheiß. Guckt euch das an. Wah! Geil, ey. Da muss ich mal gerade den Sound ein bisschen lauter machen. Damit ich mir den schönen Sound von Nikos Geschrei anhören kann. Man merkt schon, wie die Stadt dem Untergang geweiht ist, Alter. Das sind doch schon keine Wellen mehr, Alter. Das sind irgendwelche Alienwellen oder was, ey. Boah, zieht euch das mal rein da oben. Das ist unnormal. Boah, dass er noch nicht tot ist oder eine Gehirnerschütterung hat, ey. So oft, wie er sich jetzt den Kopf angeschlagen hat. Sag mal, kommen wir hier auch mal irgendwann wieder raus? Ich würde ganz gerne mal in die Luft geschleudert werden, aber das geht nicht, wenn ich mit dem Kopf unter der Brücke bin. Ey, ich bin voll der Penner, ne? Ich habe letztens einen Joint durchgezogen und dann wurde ich von einer Welle voll unter die Brücke geschleudert, Mann. Ey, jetzt müsstest du mal zur Todesschaukel gehen, Alter. Dann irgendwie mit dem Auto daran. Ist ja genauso schlimm wahrscheinlich. Warte mal, ich verfehl hier gerade mein Ziel. By the way, ich sehe überhaupt nichts mehr gerade, weil hier überall Bäume sind. Na, Scheiße. Oh, bin ich gerade auf der Brücke? Oh, das jetzt geht gar nichts mehr, Leute. Oh. Geil. Wuhuhui. Na. Oh, 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 oh. Also ich glaube, die Challenge könnte knifflig werden. Also wenn ich mir das jetzt so anschaue. Junge, das sind doch schon Speere, sind das. Ey, zieht euch das rein. Ich müsste gar nichts mehr anpacken hier mit der Steuerung, weil ich kann eh nichts mehr machen, so wirklich. Ach, was macht er denn? Arschbombe? Nico Bellic will wieder ein bisschen Arschbombe machen. Nico, rette dich auf den Tank. Da bist du sicher, mein Freund. Auf den Tank, habe ich gesagt. Du Lappen. Kranke Challenge. Challenge. Also ich würde ja sagen, die Chancen stehen einigermaßen gut. Los, geh da rauf. Nico Bellic. Bellic, was ist das für ein Name? Okay, irgendwie will er sich nicht darauf schleudern lassen. Ach, guckt euch das mal an. Müllauto. Nice. Also, wenn ihr euch den Tsunami-Mod auch mal holen wollt, dann, ja, am besten googeln, ne? Da gibt's auch nicht so viele von. Also, das, was ich bei mir jetzt installiert habe, das ist nur so eine Water.dead. Also, so, das verändert halt den Wasserspiegel und alles. Jo. Ansonsten habe ich mir nur noch den Simple Native Trainer installiert, weil, ja, da war es ein bisschen einfacher für mich, mich sofort da zu diesem anderen Dings da zu teleportieren, damit ich da nicht erst hinfahren muss und so weiter. Außerdem ist es eine ganz lustige Sache. Da kann man nämlich schöne Spielereien mitmachen, zum Beispiel Skin wechseln oder sich Autos spawnen oder sonstiges. Ist eine nette Sache. So, Nico, rette dich auf das Haus. Dann hast du es bald geschafft. Dinosaur King! Komm schon, Nico. Du musst es schaffen. Wir glauben an dich. You are the people. Bin ich jetzt schon auf dem Dings? Ja, ne? Wahrscheinlich, ne? Jo, aber... Also ich bin schon drauf, aber ich würde mal sagen, ich gehe noch bis da hinten hin. Weil dann würde ich sagen, ist es auch... Ja, verdient. Sag ich mal so. Guck mal, die Flugzeuge, ey. Ach du Scheiß, was ist jetzt los? Boah, jetzt kommt der Endboss. Endbosskampf. GTA 4 hat seine Schleusen geöffnet. Und nun will es mich tot sehen. Warum werde ich jetzt angegriffen? Ey, ohne Scheiß, das ist rassistisch. Nur weil Nico Serbe ist, oder was? Ey, wenn wir da raufkommen jetzt, ne, dann wäre es doch gut. Komm schon, Nico. Mach mich nicht krank. Dass die Bullen nichts Besseres zu tun haben, als irgend so einen Russen oder Serbe zu jagen, der irgendwie um sein Leben schwimmt. Wortwörtlich.
Ja, die könnten doch irgendwas anderes machen. Zum Beispiel irgendwelche Kätzchen vom Baum retten, die gerade vorm Ertrinken sind. Ey, nicht schießen, Freunde. Das wäre ungeil, ne? Ich schwör's. Komm schon, Nico. Nico Bellic. Du musst da hochkommen, Bruder. Komm, 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 komm. Ah, warte mal. Können wir da irgendwie hin? Ja, da ist es hoch genug. Da müsste man hinkommen. Wenn mich die Sackratte jetzt nicht erschießt. Also, wie ihr seht, ich möchte jetzt was klarstellen. Ich bin ja jetzt schon hier am Airport angekommen. Das ist halt meine Challenge gewesen, dass ich mich durch diesen Tsunami mal durchschlagen muss. Und ja, ich sollte mich dann halt bis zum Francis International Airport durchschlagen. Das habe ich jetzt gemacht. Also ist die Challenge schon mal ja, erfolgreich beendet, sage ich jetzt mal. Aber ich spiele jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter, denn mir liegt Nikos Geschichte am Herz. Ich möchte wirklich schauen, ob er es jetzt schafft zu fliehen. Nein! Okay, es schaut schlecht aus. Vielleicht wird das ein schmerzvolles Ende für ihn. Na, Niko Bellic, du musst schwimmen. Denk nicht mehr an Ray Bulgarin und so. Das ist übrigens auch voll der komische Name. Passt irgendwie zu Ray. Zu Ray Ray. Ja, los, Nico. 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 Los, Freunde. Alle mit vor dem Monitor machen jetzt. Ruft Nico. Nico. Los, 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 los. Arschbombe. This is the police, move. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Ob Nico es wirklich schafft, bis zum diesen Turm da zu kommen oder auch nicht. Denn das ist nämlich jetzt Nico seine Endgeschichte. Das hat Rockstar nämlich nie zu Ende geführt, wie Nico, ja, was er eigentlich gemacht hat, nachdem er halt seinem Bruder, ich meine seinen Cousin gerecht hat. Ja, und jetzt werden wir es erfahren. Das ist quasi so diese Endmission. Ja, wir haben es erfahren. Nico Bellic wurde natürlich erschossen, als er versuchte, dem Tsunami zu entkommen. Das ist eine sehr interessante Handlung. Ja. Nico ist tot. Und ihr konntet nichts dagegen tun. Freunde, ich würde sagen, das war's dann mit der Challenge. Die Challenge ist erfolgreich beendet. Falls ihr noch irgendwelche Challenge habt, so die ich mal erledigen sollte, dann schreibt sie in die Kommentare. Tschüss.